Herzlich willkommen Leute zu meinem neuesten YouTube-Video von mir. Lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Wenn ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, abonniert jetzt. Da kommt immer Videos auf meinen YouTube-Kanal. Und folgt mir auf Instagram. Dort heiße ich Giuseppe_Pavone15. Da kommen immer neue Insta-Bilder und neue Stories. Momentan kommen keine Stories, weil ich habe momentan keine Zeit, aber und dann, also nächstes Jahr habe ich wieder Zeit, Stories zu machen und Insta-Live. Und ja, heute geht es darum, SSC Lazio gegen Juventus Turin. Ich sag mal so, Juventus Turin konnte ein gutes Spiel machen gegen eine Lazio, wo Lazio Ciro Immobile verletzt ist, der 10 Tore gemacht in dieser Liga. Diese Saison ist er verletzt, der wichtigste Spieler bei Lazio ist verletzt. Und Lazio kam da nicht so gut im Spiel, wenn Immobile nicht spielte und er ist verletzt. Immobile, ja, selber schuld, ja, ist mir egal. Und ja, dann ist der Nationalkader rausgeschmissen, ja, weil Mancini hatte nicht gemerktet, also Immobile zu Italien, Nationalmannschaft. Und dann kommt es einfach. Juventus Turin kommt in der 23. Minute ein Elfmeter durch Leo Bonucci, schießt Juventus Turin in Führung nach 23 Minuten. Juventus Turin ist 1-0 zur Führung, in der Pause steht es auch 1-0 für Juventus Turin. Juventus Turin kommt gut in den Anfangsminuten, guten Spiel rein. Juventus Turin hat ein bisschen Probleme gehabt, nach 15. Minute verletzt Danilo und dann kommt Kulusevski rein, für den Kulusevski eigentlich nicht ein Innenverteidigung ist, er ist ein Stürmer, aber er ist für Innenverteidigung gekommen, das ist sehr, sehr stark. Für Allegri hat es mal probiert und dann hat es auch funktioniert. Er ist Halbzeit 1-0. Dann in der zweiten Halbzeit kommt gar nichts, die Tore, und Juventus Turin probiert es zweite Halbzeit auch genauso, die Tore zu machen, und dann konnten sie nicht machen. Und ja, und andere Seite von Lazio ist das Problem, sie haben kein, wie nennt man das, von Ciro Immobile, weil Lazio braucht Ciro Immobile, um das Spiel zum Spielmacher machen. Und ja, dann kommt es den zweiten Elfmeter für Juventus Turin, also Juventus Turin den zweiten Elfmeter dank Leonardo Bonucci. Wer hätte das gedacht, dass Bonucci nochmal einen Elfmeter macht, und er macht ihn auch. 84. Minute, Juventus Turin 2-0 zur Führung und Juventus Turin siegt das Spiel. Gott sei Dank, zwei Tore und zwei Buden, also zwei Buden meine ich. Bonucci schießt zwei Penalties rein und der Joker, und der hat er jetzt Man of the Match. Er hat das Spiel entschieden. Bonucci, zwei Elfmeter getroffen. Normalerweise muss jetzt Jorginho, jetzt muss normalerweise Mancini überlegen, wer das Elfmeter macht. Es muss Bonucci, Nationalmannschaft, Elfmeter machen. Weil ich finde Jorginho eine gute Spieler, aber er macht zwei Elfmeter verschossen gegen die Schweiz. Aber Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, und ich habe schon das gesagt am Anfang, lasst ein Like da und ein Abo da. Vergesst nicht ein Abo da lassen, da kommt immer eine neue YouTube-Videos von mir. Auf die Glocke aktivieren, da kommt immer neue Benachrichtigung. Und wenn ich sage, ich wünsche euch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und hau rein. Ich bin zufrieden, dass Bonucci heute zwei Tore macht, 11 Meter. Und würde mir sagen, ich wünsche euch eine schöne gute Nacht oder einen guten Abend. Und Peace.